nice bayramları birlikte kutlayabilme ümidiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran, yaşatan ve bugünlere getiren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Kıymetli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyetimiz elbet payidar kalacaktır. Müsaadenizle yabancı misafirlerimize hitaben de birkaç söz söylemek istiyorum. Sehr geehrte Frau Botschafterin, verehrte Kollegen aus Genf, Exzellenzen, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zum Empfang zu Ehren des 100. Jahrestages zur Gründung der Republik Türkei. Ich danke Ihnen allen, dass Sie an diesem besonderen Tag heute so zahlreich erschienen sind. Es ist mir persönlich als Generalkonsul eine große Freude und Ehre, den 100. Geburtstag der Türkischen Republik in der Schweiz feiern zu können, eben in dem Land, in dem vor genau einem Jahrhundert die Grundsteine für das heutige moderne Türkei gelegt worden sind. 100 Jahre Republik Türkei bedeutet gleichzeitig auch 100 Jahre türkisch-schweizerische Freundschaft. Nebst den bilateralen Beziehungen und der vielfältigen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ist das Zwischenmenschliche das Besondere, was hervorsticht. Die Schweiz, deren Bevölkerung aus fast einem Viertel von Menschen mit ausländischen Wurzeln besteht, ist mit ihrer offenen Kultur auch heute das Zuhause für mehr als 140.000 Türken und Türkinnen und Türkischstämmige. Sie vervollständigen das bestehende kulturelle Mosaik der Schweiz und meines Erachtens ist das gegenseitige Bereicherung immens. Das kann ich aus erster Erfahrung sagen, als jemand, der mit einer Türkisch-Schweizerin verheiratet ist, das kann ich nur bestätigen. Die türkische Gemeinschaft der Schweiz ist bestens in die hiesige Gesellschaft integriert und hat viele Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Und als integraler Bestandteil der Schweizer Gesellschaft leisten sie einen großen Beitrag. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dies auch in Zukunft so im gleichen Maße weitergehen wird. Aber ebenso freut es mich auch, dass wir Jahr für Jahr mehr Schweizer Gäste in unserem Land begrüßen dürfen, denen wir unser Land, unsere Geschichte, unsere Sprache, unsere Kunst und Kultur sowie natürlich unsere hervorragende Küche näher bringen können. Und wir als Generalkonsulat werden alles in unserer Machtstunde tun, um unseren Beitrag zu eben dieser Völkerverständigung beizutragen und auch zu leisten. Erlauben Sie mir bitte auch noch zuletzt eins bezüglich der türkisch-schweizerischen Freundschaft hervorzuheben. Wie Sie alle wissen, hat im Februar dieses Jahres ein verheerendes Erdbeben unsere Heimat erschüttert. Und in nur wenigen Stunden hat die Schweiz alle Hebel in Bewegung gesetzt und ein Team in unser Land verlegt, um uns vor Ort zu unterstützen. Und ein türkisches Sprichwort besagt ja, ein wahrer Freund offenbart sich an einem dunklen Tag. Und eben dieses schweizerische Team war es, das mit ihrem mutigen Einsatz 11 Menschen lebend aus den Trümmern befreit hat. Diesbezüglich möchte ich mich nochmal ganz herzlich aus tiefstem Herzen auch bedanken, denn dies werden wir nie vergessen. Auf dass diese wundervolle Freundschaft auch im zweiten Jahrhundert unserer jungen Republik fortgeführt wird, verbeuge ich mich mit großer Hochachtung vor dem Erben des großen Staatsmannes und unseres Gründungsvaters Mustafa Kemal Atatürk und all denjenigen, die zum Aufstreben der modernen Türkei beigetragen haben. Ich danke Ihnen nochmals herzlichst für Ihr Kommen und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend. Teşekkürler, Dankeschön. Büyükelçimiz Sayın Ece Acarsoy'u yapacak konuşma için kürsüye davet ediyorum. Ich möchte unsere Botschafterin Frau Ece Acarsoy bir araya da bitsin. Excellencies, esteemed colleagues, dear guests, it's a distinct honor for me to welcome you to our National Day reception. Today, we are proud of and excited for marking the centenary of the proclamation of the Republic of Turkey. On this occasion, I once again commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic, all our martyrs of the War of Independence, and all the honorable members of the Grand National Assembly with utmost grace and respect. In order to honor their incredible efforts during the establishment of the modern Turkish state, in the 100th anniversary of the foundation of the Republic of Turkey, we will spare no effort to turn our vision
of the century of Turkey into reality. Distinguished guests, I am honored and privileged to be serving in this beautiful country. My team members at the embassy and consulates general in Zurich and Geneva, and we all are extremely glad and excited to do our best to contribute to the bilateral relations between Turkey and Switzerland. Switzerland plays and holds a crucial place in the memory of modern Turkey. It has been a venue for a series of milestones in our history, such as Lausanne Peace Treaty of 1923. We are honored to celebrate the 100th anniversary of the Lausanne Peace Treaty this year.